connected. Moin, liebe Flittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr fragt euch sicherlich gerade, wo zur Hölle sind wir? Warum sind hier so viele LKWs? Wir befinden uns gerade auf der Fähre und sind jetzt gerade in England angekommen. Unsere Bikes müssen wir jetzt hier irgendwie gleich nochmal abmachen. Dann geht der Dual-Vlog auch los. Und ihr wisst ja, Linksverkehr in England, das wird gleich ein bisschen witzig. Müssen wir mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Dieser Zettel kann jetzt, glaube ich, hier ab. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt gleich hinkriegen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier gleich raus. Ich nehme euch auf den ersten Metern erstmal mit in England. Wir sind selber total unvorbereitet. Haben jetzt irgendwie hier die Route bei Google Maps rausgesucht. Und dann schauen wir mal. Das Tor geht auf. Gönnt euch das. Ich muss auf jeden Fall erstmal zur Tankstelle. Ich habe nämlich nur noch irgendwie 16 Kilometer Restreichweite. Hallo. Hallo. Möchtest du den Zuschauern Hallo sagen? Wie fühlst du dich? Filmst du schon, oder ich was? Ich filme schon, ja. Wie fühle ich mich? Ja, wie war die Fahrt? Hat's dir gefallen? Ich finde es ein bisschen geisteskrank hier mit den ganzen LKWs. Wir mussten uns hier durchkämpfen. Ich bin schon ganz schön eng. Ich bin gerade eben stecken geblieben zwischen so einem LKW. Oh, so. Ich weiß gar nicht, wann wir jetzt hier los dürfen. Ich hoffe, ihr könnt das da hinten sehen. Wir müssen links fahren, Leute, ne? Ich würde vor den LKW fahren. Weil sonst müssen wir warten, bis die ganze Reihe durch ist. Ja. Wollen wir Mann. Auf recht vordrängeln? Ja. Ich bin noch nicht fest. Können wir losfahren? Frag ihn mal. Einfach, du bist ja frei. Ja? Ja. Okay. Müssen wir uns hier vordrängeln. Ich habe echt keinen Bock zu warten. Auf richtig frech einfach. Ja. So Leute, wir müssen links fahren. Ne? Ja, Linksfahrgebot hier. Links fahren. Links. Ich muss mir das kurz selber mal im Kopf ein bisschen einprägen. Das wird beim Abbiegen jetzt gleich schon richtig weird werden, glaube ich. Ja. Ich bin gespannt. Das Wetter ist leider eher so, ich sag mal, semi. Sehr britisch. Ist mega kalt, oder? Ja, naja. Finde ich. Also man merkt einen krassen Unterschied. Ich habe noch 30 Kilometer Restreichweite. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger fahren. So, wir drängen uns. Fährt der Idiot nicht. Wir drängen uns jetzt hier vor. So, danke. So, einmal mal auf frech vordrängeln. Es geht los, links fahren. Auf jeden Fall, die Fährfahrt an sich war echt chillig. Wir sind richtig früh morgens los, waren viel zu früh da, aber wir haben einen Schreck bekommen, weil da stand Check-in 6.10 Uhr und wir waren eigentlich erst um 6.30 Uhr zum Frühstücken verabredet. Ja, mein Wecker hat um 6.20 Uhr geklingelt. 10 Minuten nach Check-in. Nice. Eigentlich müssen wir jetzt hier rechts abbiegen, aber das können wir irgendwie nicht. Wir fahren jetzt erstmal hier längs. Da sind Motorradfreunde, hallo. Aber eher Touring-Modus. Aber wir sind ja eigentlich auch im Touring-Modus gerade unterwegs, ne? Ich habe noch 12 Kilometer Restreichweite, ich muss richtig aufpassen, dass ich jetzt nicht liegen bleibe. Oh Gott, links. Es fühlt sich jetzt schon falsch an, dass da rechts eine Spur ist. Aber das ist ja sogar noch, das wäre hier sogar noch ja, egal. Hä, ich wollte gerade sagen, das ist doch Doppelspur. Oh Gott. Wart ihr schon mal in England? Warst du schon mal da? Ja. Also ich war in London, aber da bin ich halt nie selbst gefahren. Nee, so. Gefahren bin ich in England auch nicht. Ich halt in Neuseeland und Australien. Warte mal, was steht hier? Ist das denn auf der Autobahn jetzt so, dass es quasi ein Linksfahrgebot gibt? Ja, natürlich. Echt? Ja, klar. Oh, da kommt er. Egal. Also man müssen sortieren auf jeden Fall da, wo Auto steht. Ja. Also man ist wie in Deutschland, nur andersrum. Ja, genau. Also es stellt man sich komischer vor, man ist ja echt direkt drin eigentlich. Ich glaube, es ist dann wieder nur wieder so wie so Notsituationen oder so, wo du es vielleicht ja, nicht genau. Hältst, ne? Ja. Wo du dann ausweichen würdest, aber dann ja eigentlich umausweichst. Oder wenn der Verkehr halt fehlt, ne? Oh ja. Weil dann, wenn niemand da ist, dann siehst du nicht, ob du es richtig machst.
Ja, das glaube ich. Ich meine, jetzt gerade hier geht es ja noch. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wenn wir auf einer öffentlichen Straße sind. Cars and other vehicles. Du musst noch eine rechts. Hä, wir können auch... Ist doch egal. Ich glaube, das ist tatsächlich Lachs. So, langsam, langsam. Jetzt geht's gleich auf die öffentliche Straße. Um Gottes Willen. Du bist ja richtig geil. Ich habe richtig Angst. Oh, was kommt denn jetzt? Denkst du, komm mal rüber hier. Ach so. Jetzt wirst du erstmal angehalten für den SC Project. Ja. Polizei. So, nee, das ist nicht legal. Chasing Police. Hey, was brauchen wir denn jetzt hier? Nichts, glaube ich, oder? Brauchen wir was? Nö, okay. Nee. Hallo Polizei. Oh, die sah sogar ganz gut aus. Die Polizistin gefällt mir schon mal hier. Du kleiner Schlawiner. So, natürlich langsam fahren, ne? Ist ja ganz klar. Fremdes Land. Ey, das ist voll abgefahren hier, voll spacig. Ich bin noch nie Fähre mit dem Auto gefahren, außer die bei uns draußen hier beim Zollenspieker. Mit dem Motorrad meine ich. Bist du die schon mal gefahren? Beim Zollenspieker bei uns in Hamburg? Aber eine andere irgendwo. Okay. Auch ja, aber nicht so eine Riesenfähre. Das waren ja krank viele LKWs. Ja, man, noch vor allem so eng. Die waren so nah aneinander. Ja, ich bin da nicht längs gekommen. Ich schwör's dir. Ich musste einmal so richtig mich schräge stellen. So, wohin? Canterbury, London, Ramsgate. Leicht links abbiegen, sagt er mir hier. Das ist wahrscheinlich hier. Wir müssen ja erstmal zur Tanke. Okay. Aber es sieht hier schon sehr rustikal aus, finde ich. Mit dem Berg ja, hier noch. Ja, absolut. So. Ja, fahr noch langsamer. Krass. Und hier sind jetzt Meilen angesagt. Oder? Ja, das wird auch richtig witzig. Man kann das auch richtig leicht umstellen wahrscheinlich. Ja. Aber das Menü hier ist so komplex, da kriege ich überhaupt nichts hin. Ich bin schon sowieso überfordert, bei mir geht dieser Laptimer ab und zu einfach an. Ja. Und ich weiß nicht, warum der angeht. Keine Ahnung. Nicht, dass die Polizei mich anhält und dann wieder sagt, das ist ein Rennen. Sie haben einen Laptimer an. Ja, krank. Ich habe den nicht angemacht. Der geht irgendwann an, bei mir auch. Und dann irgendwann auch wieder aus. Wollen wir vor den LKW noch oder nicht? Ja, komm. Nee. Ja, okay. Schon. So, jetzt ist hier 30 Meilen. 30 Meilen sind, glaube ich, ungefähr 50 km/h. Glaube ich. Jetzt erzählen wir wahrscheinlich wieder. Ja, wenn man analog hätte, dann würde man das ja auch sehen. Das wäre ganz geil. Aber ja, digital ist halt. So, der Linksverkehr beginnt. Gott, ich muss richtig aufpassen. Ich habe noch 9 Kilometer, aber es sind nur noch 1,2 Meilen bis zur Tankstelle. Also ja, das passt. Das also sollte drei passen, Kilometer. Oder? Krass, was wir erleben hier schon wieder. Ne? Jetzt sind wir einfach mit einem Bike in England. Geisteskrank, das ist echt heftig. Also ein Kilometer sind 1,6 Meilen, okay. Glaube ich. Ja, das würde bedeuten, du kannst alles mal 1,5. Aber ne? Sind Meilen also 30 km/h. Das ist dasselbe, ne? 30 Meilen müssen 45 km/h sein ungefähr. Okay. Ja, okay. Das wäre nämlich 150%. Wir sind auf jeden 30. Fall gut informiert. So, die Tankstelle müsste auch da gleich irgendwo hoffentlich kommen. Es ist abnormal ja, kalt. Ja, jetzt auch richtig. Aber das liegt daran, wir sind ja gestern im Regen gefahren. Dazu gibt es leider kein Video, weil da mussten wir es auch dezent konzentrieren. Ja. Unsere Kombis waren durch. Wenn ich Gas gegeben habe, dann ist das Wasser aus meinen Handschuhen durch die Beschleunigungskraft in meine Ellbogen wieder geflossen. Und wenn ich gebremst habe, ist das wieder in meine Handschuhe rein. Das war so unangenehm. Und im Hotel wurde das einfach nicht trocken. Die Heizung ging auch nicht. Ich glaube, acht meiner Unterhosen sind noch nass. Also richtig scheiße. Aber was soll man machen, ne? Das ist halt Roadtrip. Das ist halt einfach ein Roadtrip. Wir hätten damit vielleicht auch sogar rechnen sollen, dass es halt einfach richtig nass wird. Oder dass es mal nass werden kann. Aber, naja, was soll's? Müssen wir es trocken fahren. Ich war auch einfach zu positiv eingestellt. Ich habe ja sogar so einen Regensack, so eine Regenkombi zum drüberziehen. Dachte mir so, brauche ich nicht, nö. Wir müssen gleich irgendwie so eine U-Turn machen, aber rechts einen U-Turn. Ach ja, stimmt, das geht ja auch. Ich wollte gerade sagen. Macht ja auch nur Sinn. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Wir fahren jetzt schon mal rüber. Es ist trotzdem komisch, den Verkehr auf der anderen Seite zu haben, ohne Scheiß. Es ist komisch, dass sie so rechts an dir vorbeifahren, finde ich. Müssen wir wirklich einen U-Turn machen oder einfach nur abbiegen? Weil U-Turn ist verboten.
Noch nicht. In 300 Meilen, in 0, 300 Meilen! In 300 Meilen, in 300 Meilen müssen wir abbiegen. Oha, was kommt da für eine Motorradgang? Aber Touring-Gang. Hey, guck mal, er hat den Paul Walker-Spruch hier auf seinem Auto. Everyone loves the ginger. Nein, if one day speak kills me, ja. Don't cry. Grüßt man hier auch. Hallo. Aber man kann ja gar nicht mit rechts hier grüßen. Ja, wir grüßen gar nicht. Alles klar. Krank abgehoben, die Engländer. Richtig abgehoben. Da ist BP. You see? Ja. Da müssen wir hin. Kurzer Zeitsprung. Ich weiß gerade nicht, wie weit das Sena aufgenommen hat. Der Akku war alle. Ich nehme das jetzt hier. Ich habe hier so ein, aus meinem Tankrucksack mein Akku-Pack rausgezogen und nehme das, lad das jetzt parallel auf, während wir... Wo habe ich denn jetzt meinen Schlüssel? Boah, ich hasse mein Leben. Oh. Nehmen wir das jetzt parallel auf, während es lädt. Er zeigt mir einfach noch an, dass meine... Jetzt, ich dachte schon. Hast du gerade gesehen? Die Tankanzeige war einfach wieder an. Ja, weißt du, wie lange die bei meiner SMCR leuchtet? Noch so 5 Kilometer oder so. Krass. Ist abgefahren. Ich dachte gerade, bin ich jetzt auch noch bescheuert, habe ich jetzt nicht getankt. So. Es muss geht nach links. Frisch getankt. Es gibt jetzt, wenn wir jetzt hier rechts fahren, ist 2 Stunden links, raster. Links! Ja, aber wenn wir da hinten rechts abbiegen, wäre es schneller. Wollen wir länger fahren? Wir fahren länger, komm. Wir fahren hier links. Alleine links, links! Ja, weil du dich aber so rechts einordnest. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich rechts abbiege, glaube ich. Du hast dich auch rechts eingeordnet. War das falsch? Ja. Scheiße. Hey Junge, was ist denn bei mir jetzt? Wieso? Ja, guck mal an meiner Scheibe. Lol. Ja, das ist doof, das nervt. Das muss man da wieder so eklig reindrücken. Wo fahre ich denn jetzt hier raus? Hier, die muss ich raus, ne? Oh Gott. Es ist für mich schon ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Aber ich glaube so, ich sag mal, nach einer Stunde oder so hat man's. Hä, hey, ich hab das jetzt schon. Ja, sicher. Ah, ich weiß, dass ich links fahren muss, aber gerade sowas Abbiegen im Kreisverkehr angeht oder ich finde den Spiegel gucken oder sowas, das ist schon anders. Krass, wie bergig das hier ist, ne? Wahnsinn. Krass, wie langsam du fährst. Fahr mal nicht auf der Überholspur, wenn du so langsam fährst. Da bin ich jetzt gerade auch eher so gewesen. Ja, ich fahr doch rechts. Wie schnell ist denn hier? Ja, jetzt unbeschränkt. Okay, Leute. So schnell, wie man auf Landstraßen fahren darf hier. Wie gesagt, ich musste gerade noch mal ein bisschen länger was aufnehmen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob die Sena jetzt aufgenommen hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut bei Blackout vorbei. Da seht ihr den zweiten Teil aus England. Und ansonsten, peace out. Right, ciao. Komm, was alleine mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up, während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind das Shit, Shit, Shit.